Jo, moin moin Freunde der römischen Tanzkunst, mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, draußen ist heute richtiges Pisswetter und es ist mittags und ich habe Hunger. Da machen wir natürlich mal wieder ein MAE auf. Jo, das soll wohl die aktuellsten 24-Stunden-MAEs der Briten sein. Rein vom Produktionsdatum, wenn wir jetzt mal hier draufstehen, haben wir November 2019, jetzt haben wir Oktober 20. Jo, könnte hinkommen. Steht auch schon alles drauf. Das lese ich mir jetzt nicht durch. Soll ein bisschen überraschend dabei sein. Ja, Paket auch hier ziemlich groß. Ich habe einen großen Karton, wo 10 verschiedene drin sind. Ich habe jetzt einfach mal eins von oben genommen. Das ist jetzt Menü Nummer 5. Und da schauen wir einfach mal, was hier drin ist. Wie gesagt, ja, Tüte ziemlich groß. Also mal schauen. Was auch vor allem hier anders ist wie bei den anderen MREs. So, jetzt machen wir es mal vorsichtig auf. An sich wieder schön stabile Plastikbeutel. Also ich kann euch natürlich empfehlen, gerade wenn ihr vielleicht auch Kanufahrten oder sowas macht oder so, ja, auf Flüssen oder so unterwegs seid, ist das natürlich sinnvoller als diese Pappkartons, weil das ist wasserdicht, ne? Wenn jetzt nicht gerade irgendwo ein Riss drin ist. So, machen wir das Ganze. Ja, ich sehe gerade, ich habe gar nicht richtig geschnitten hier. Ist dann etwa mein Messer schon wieder stumpf hier? Ne, passt. Das ist einfach nur widerspenstig. Aber das ist wiederum gut, wenn wir unterwegs sind, dass es auch ein bisschen was aushält. Das ist aber heute hier. Gut. So, schütten wir es mal aus. Ich sehe schon, oh Gott, das scheint ziemlich viel zu sein. Muss ich aber ehrlich sagen, ist bei den britischen bisher immer so gewesen. Jetzt schauen wir mal die Tüte. Ne, hier haben wir nichts mehr drin. So. Okay. So, ich fange mal hier vorne an. Das wird wieder so eine Anführungszeichen Kleinigkeiten-Tüte sein, wo wir Zucker, Salz, Pfeffer, Tee und so eine Geschichten drin haben. Jo. Das Schöne ist, die Tüte ist deutlich größer als der Inhalt. Warum finde ich das gut? Weil man kann ja natürlich auch angefangene Nahrungsmittel irgendwas noch ein bisschen verschließen, wenn man jetzt nicht alles mit einmal schafft. Ja, finde ich nicht schlecht. Oder man kann so als Wasserbeutel irgendwie nutzen, wenn man jetzt unterwegs ist. Geht man eben irgendwo an den Fluss, an den Brunnen, füllt das voll mit Wasser, kann das vielleicht irgendwo noch mitnehmen. Ist nie verkehrt. Hebe schon mal auf die Tüten, die sind stabil mit Zippo hier oben, also kann man nichts wie falsch machen. Schiebe ich das mal ein bisschen beiseite, sehe ich gerade schon Kleinigkeiten. Warum haben sie das nie in die Tüte gepackt? Also, wir haben Klassik, weil Klassik drauf steht. Wir haben Taschentücher, jo, die kenne ich schon aus einem anderen britischen MRE, also die sind ja. Was soll ich da groß erklären? Taschentücher halt legen wir beiseite. Dann haben wir hier die Sambal-Soße. Das ist eine scharfe Chili-Soße. Steht auch genau, würzige rote Chili-Soße. Die ist, ja, relativ harmlos, meiner Meinung nach. Aber ich liebe auch gerne scharf. Legen wir mal beiseite. Vielleicht brauchen wir die dann noch zum Würzen. So, jetzt packen wir das mal aus hier. So, wir haben, schön einen Göffel. Ja, das heißt wirklich so, weil es ein Löffel und eine Gabel in einem ist, ein Göffel. Ist mittelmäßig stabil, sage ich mal. Also ich habe schon bessere gehabt, aber habe auch deutlich schlechter gesehen. Also das ist okay. So, dann haben wir hier, das muss das gleiche sein, genau, das ist Kaffeeweißer. Kaffee machen wir jetzt auf alle Fälle heute. Das habe ich mir mittlerweile so ein bisschen auch mit eingeführt, dass ich das mitmache. Obwohl. Wir haben jetzt hier Nescafé. Ja, gut, das ist nichts Berauschendes. Schauen wir mal. So, dann haben wir hier, das sind wir diese Reinigungstücher. Zwei Stück. Wir haben, das wird alles Zucker sein. Ja, Zucker, 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 Zucker. Brauche ich nichts dazu erklären. Ist halt Zucker. Hier haben wir nochmal Zucker. Ja, man kann es ein bisschen betreiben. Hä, für was brauchen wir hier? Sechs, sieben, nochmal. Sieben Zucker. Naja, gut. So, Tee haben wir hier. Da machen wir, wie gesagt, nochmal ein Special extra. Von daher werde ich die heute nicht probieren. Die machen wir im Dark zusammen mal. Aber die legen wir beiseite. Nochmal Kaffee. Ist auch wieder das gleiche. Ja, na gut, dann erbarmen wir uns heute mal ein Nescafé zu machen. Auch wenn ich weiß, dass die noch nie viel schmecken. So, dann haben wir hier Wasserstoff. Oh Gott, Wasseraufbereitungstabletten. Wie gesagt, auch hier wieder, es ist nicht umsonst Warnsymbole drauf. Nur im allergrößten Notfall bitte nutzen. Brauchen wir heute nicht. Nochmal Kaffeeweißer. Ja, warum hat man so viel Kaffeeweißer? Weil die Briten eben auch im Tee gerne Milch mit drin haben. Deswegen ist das hier ein bisschen mehr wie sonst. Und jetzt haben wir hier Cool Fresh. Das sind Kaugummis. Das sind Zahnreinigungskaugummis. Nö, scheint normal zu sein. Ohne Zucker.
mit Süßstoff. Senza Zucchero. Ist, glaube ich, ohne Zucker. Naja, gut, egal. Die nehmen wir zum Schluss. Und wir haben hier Streichhölzer, und zwar die ordentlichen, militärischen, die im Prinzip auch, ja, jetzt komme ich auf das Fabian-Karte Begriff. Genau, guten Morgen. Dicker sozusagen einge, ja, umwandelt sind mit Zündblättchen dazu. Jo, das legen wir mal beiseite hier. Das haben wir. So, jetzt haben wir hier gesalzene Erdnüsse. Da freue ich mich auf alle Fälle drauf. Wir haben Energy-Trinkpuder. Das kenne ich noch nicht. Das scheint mal eine neue Geschichte zu sein. Probieren wir heute. Die Kekse kenne ich schon. Was mir jetzt hierbei auffällt, aber vielleicht kommt es noch. Ich sehe schon gerade, es scheint nämlich Erdnussbutter zu sein. Nee, Käse. Ich habe hier keine Marmelade oder nichts dazu. Also wir gucken mal, ob wir die heute aufmachen oder nicht. Die packe ich mal eigentlich fürs Frühstück beiseite. So, dann haben wir hier Cheddar Cheese, also Käse. Ja, esse ich auch sehr gerne. So, legen wir mal beiseite. Das könnte man aber auf die Kekse schon mal machen. Hier haben wir nochmal Energiepuder. Scheint das gleiche zu sein. Ach nee, hier unten steht's. Pineapple, Aras und hier Raspberry, also Himbeer. Ja, mal schauen. Dann haben wir noch ein drittes. Apfel. Oh, Apfel liebe ich ja. Das wird heute eine schwere Entscheidung. Alle werde ich heute nicht vor der Kamera probieren, weil im Endeffekt die sind ähnlich. Das ist, na. So, jetzt haben wir hier heißer Schokoladentrink mit Zucker und Süßungsmittel. Das ist ja eine geile Mischung. Okay. Hier weiß ich, hat es letztes Mal mit Orange und auch mal mit Pfefferminze gehabt. Die waren richtig gut. Mal gucken, ob wir die heute auch probieren. Dann haben wir jetzt noch eins. Gar nicht, Grapefruit. Mhm. Okay. Also hier haben sie zwei verschiedene Hersteller jetzt hier drin. Okay, schauen wir mal. So, Chocolate Pudding with Chocolate Sauce. Okay, Schokoladenpudding mit Schokoladensauce. Das klingt doch mal richtig interessant. Ja. So, Pasta Bolognese. Wenn ich mich jetzt nicht irre, gibt es wahrscheinlich auch neue Hersteller dahinter zu sein. Ist auf alle Fälle auch in Großbritannien produziert worden. Hier steht es. Ja, sieht man es auf der Kamera. Ah, schlecht. UK. Gut. Dann haben wir hier noch Fruit Fuel Müsli with Milk. Oh, das ist natürlich eine Geschichte. Also ein Müsli mit Milch, dann wird das mein Frühstück sein. Und da werde ich heute mal auf den Käse und auf die Kekse verzichten, weil da gibt es nichts zu erklären. Ihr könnt mal in die anderen MAEs reinschauen. Da habe ich das schon ein paar Mal verkostet. Das ist ganz normaler Käse, ist auch kein Sondergeschmack bei. Manchmal hat man ja hier Bacon oder irgendwas mit drin. Oder, ne? Haben wir hier nicht. Die Kekse kenne ich schon, die sind echt super lecker. Also die kann ich empfehlen. Also probieren wir das, ist unser Frühstück heute. Da haben wir noch einen Energy-Ring wahrscheinlich. Genau, Proteinbar, Cookies in Cream Flavor. Das klingt sehr, sehr gut. Und wir haben Sweet and Sour Chicken with Rice. Yeah. Okay. Gut. Ich würde vorschlagen, wir fangen Frühstück an. Wir machen uns das Fruchtmüsli. Wir machen uns mal einen Kaffee dazu. Kaffeeweißer. Ja, ein Zucker mache ich mir eventuell rein. Ich probiere aber erstmal den Kaffee dann so. Das andere brauchen wir eigentlich im Endeffekt nicht. Ich würde sagen, wir probieren den Kakao kennen wir eigentlich auch schon. Ja, die Erdnüsse probieren wir nicht zum Frühstück. Wir probieren das noch zum Frühstück. So, das ist das. Mittag würde ich sagen, machen wir uns die Pasta Bolognese. Und einen Energy-Drink dazu. Dann nehmen wir heute mal Ananas. So. Und als Nachtisch Schokoladenpudding. Und zum Abendbrot machen wir uns das Hühnchen mit Reis, das nicht ganz so schwer am Morgen liegt. Und die gesalzenen Erdnüsse als kleinen Snack dann für abends. Gut, dann legen wir doch mal beiseite. So werden wir das machen. So. Gut, fangen wir uns mal mit dem Müsli an. Jetzt müssen wir mal gucken. Zutaten: Rolled Oats, also wären wahrscheinlich so Haferflocken. Ja, gerollt. Okay. Milchpuder. So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier machen müssen. 100 ml Wasser soll hinzugefügt werden. Ich würde jetzt mal hier eine kleine Schüssel nehmen, weil hier gibt es keine Standmöglichkeiten. Und ist das schon mal passiert, dass es durch die Gegend geflogen ist? Das macht wenig Sinn. So. Okay, da bin ich mal gespannt.
Ich muss sagen, ich habe heute ehrlich gesagt noch gar nichts gegessen. Von daher, Frühstück ist eigentlich gar nicht so unpassend. Ihr seht schon, meine Öffnungskünste sind wieder grandios. Die gleichen ungefähr der 90-Jährigen. So, okay. Wollen wir das mal beseitigen? So, okay. So sieht es erstmal trocken aus. Ja, Müsli mit Milchpuder. Gibt es nicht viel zu erklären. So, 100 ml Wasser. Jetzt müsste ich bloß mal schauen, weil natürlich kein Sprudelwasser nehmen können. Also, muss ich mal schauen. Stellt hier noch irgendwas drauf? Nö, nur 100 ml Wasser. Gott, sein könnte, dass man noch irgendwie was anderes beachten muss. So eine Tasse müssten 125 sein, also rund um die 100 müssten es jetzt sein. So, wir machen hier alles rein. Nehmen uns ein Löffelchen und rühren das Ganze mal um. Und lassen das mal noch ein bisschen ziehen, weil ich gehe mal davon aus, das wird trotzdem 1-2 Minuten dauern, bis das dann hier durchgezogen ist. Ja, naja, aber so. Es riecht nach leckerem Fruchtmüsli. Also schlecht riecht es schon mal nicht. Also so wie wenn man halt selber sich Müsli macht. Also scheint nicht verkehrt zu sein. Das stelle ich mal ein bisschen beiseite. Machen wir uns einen Kaffee. Heißes Wasser habe ich schon vorbereitet. So, jetzt müssen wir mal schauen. Oh, das ist wieder so klein hier. Da steht er. Also das kann man natürlich schlecht lesen. Ich würde es einfach auch hier eine ganz normale Tasse einfach nehmen, weil ich denke mal, für einen großen Pott wird es nicht reichen. So, das kriege ich sogar so auf, das ist schon mal positiv. So, ja, der typische Krübelkaffee. Und der scheint diesmal auch ja, feiner zu sein. Also es ist jetzt nicht ja, hat auch den typischen ekelhaften Geruch, obwohl es ist nicht so extrem wie bei manch anderen Sorten. Bin ich erstaunt. So, heißes Wasser habe ich wie gesagt schon vorbereitet. So. Okay. Ja, geruchlich. Okay, riecht der gar nicht so schlecht. Also der hat, das Ding ist total, könnte ich jetzt viel, also wirklich auslachen, aber das riecht nach Sesambrötchen. Wenn ihr beim Bäcker frische Sesambrötchen geholt habt, so riecht das. Es ist übelst geil. Also geruchlich Note 1, riecht aber 0 nach Kaffee, also ne, das muss man dazu sagen. So ein kleines Löffelchen dazu. Okay, probieren wir mal erstmal ohne. Ist sogar trinkbar. Also jetzt habe ich immer so oft über den Nescafé geschimpft, weil ich eigentlich grundsätzlich mit Nestle nicht mag. Das hat einfach den Hintergrund, dass sie eben Wasser privatisieren wollen. Und das geht für mich ein absolutes No-Go. Ne? Also das ist ja abartig. Deswegen habe ich ein Grundproblem mit Nestle. Aber ich muss mal ehrlich sagen, der Kaffee, er ist natürlich nicht so gut wie ein frisch gemahlener Kaffee. Weil ich tue sonst normalerweise nur frische Bohnen mahlen und einen Kaffee mir daraus machen. Aber er ist nicht schlecht, muss ich mal ehrlich zugeben. So, jetzt machen wir mal den Kaffeeweiser mit rein. Das kann ich da eigentlich fast nur noch versauen. Ne? Aber ja, gut, schauen wir mal. Ist übrigens von Beyond the Beaten Track. Also weiß ich, das ist ein Hersteller, der für die Briten schon länger auch ja, die Sachen produziert oder das britische Militär sich dort eingekauft hat, sagen wir es mal so. So, gut, okay. Tun wir das mal umrühren. Geruchlich ist natürlich schön Sesambrötchen-Note weg. Probieren wir es. Ja, jetzt hat es meinen Geschmack eher verloren. Also das war jetzt eher so eine Nullnummer. Ist auch trinkbar, ist jetzt nicht schlecht. Also den Zucker lasse ich mal weg, den brauchen wir jetzt nicht. Es ist auch so trinkbar, ich muss das nicht unbedingt süßen. Ja, also ist okay, kann man trinken. Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Gut. Besser wie die meisten grüne Kaffee. So, jetzt gucken wir mal hier. Das formt sich jetzt schon langsam zu einem Brei. Das war also richtig von der Menge, was wir hier an Wasser zugegeben haben. Jo, geruchlich. Ja, hat es jetzt sich ein bisschen neutralisiert. Riecht nach Hafer noch, wenn man rangeht. Ja, probieren wir es. Hm.
Gut, man muss natürlich mögen. Das muss man zusagen. Wer Hafer nicht mag, diese so ein bisschen schleimige, also schleimig ist das Begriff, dieses ja, sämische, ja gut, da kann ja mit hier nicht viel anfangen. Ich mag das und ich weiß auch, dass Hafer sehr gesund ist. Also von daher, ja, gutes Frühstück. Früchte sind drinnen. Ich würde vermuten Rosinen, weil die immer relativ günstig sind, das auf alle Fälle. Aber viel mehr sehe ich jetzt hier, doch hier unten, das könnte eine Art Aprikose noch sein. Es gibt sogar die Früchte. Also ja, so in der Form wird es sein. Rosinen, vielleicht ein bisschen Ananas. So in der Form, wie man es eben kennt. Gut, schmeckt, ist in Ordnung. Es ließ sich jetzt auch wirklich gut zubereiten, muss ich sagen. Auch die Konsistenz ist gut. Ja, das ist wirklich gut. So, Proteinbar. Vom Prinzip her kenne ich die schon. Auch nur genau die Sorte würde ich jetzt mal im Raum, also die Farbe im Raum stehen lassen. Bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. So, gucken wir es uns an. Aber das kommt mir bekannt vor. Zumindest optisch. Ja. Also der, bin ich mir relativ sicher, war ziemlich lecker. Ich schneide mal ein Stückchen ab. Zack. Jo Leute, so sieht es von innen aus. War so wie Crispies. Riecht nach Schoki. Okay. Ist essbar. Schmeckt aber am Anfang nach nichts. Also ziemlich neutral. Und dann kommt hinten rum. Ah, das klingt wieder doof. Wie diese typischen Proteinbars. Dieser Geschmack, den die drin haben. Ich kann das nie beschreiben. Das habe ich aber in den anderen schon mal festgestellt. Also, das ist so ein eigener Geschmack. Ja. Der finde ich irgendwie ein bisschen komisch immer ist. Keine Ahnung. Vielleicht, weil es mit irgendwelchen Zusatzstoffen versetzt ist. Könnte daran natürlich liegen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, Kekse und den Käse probiere ich heute mal nicht. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, wenn ihr grundsätzlich sagt, ich soll immer alles probieren von dem ganzen Paket. Immer. Dann mache ich das. Aber ich sag mal, die Sachen wiederholen sich halt einfach. Ne? So, und das kenne ich beides schon. Die Keksorte gibt es schon sehr, sehr lange in den britischen. Da habe ich eine ganze Kiste voll. Und wie gesagt, den Käse kennt man auch. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Deswegen lassen wir das heute mal. So, machen wir das Mittagessen jetzt mal. Ich würde wieder vorschlagen, dass ich es erst kalt probiere und dann mache ich das Ganze warm. Ich sag mal, fangen wir mit dem Energy-Trink an. Ich muss bestimmt wieder ein halber Liter hinein. Genau, halber Liter Wasser. Dann nehmen wir doch mal unseren kleinen Maßkrug. Also lässt sich das besser mischen. Ja, das ist nämlich ein der bayerische Finkennapf. So, Spaß muss sein. Jo, dann machen wir das mal auf. Also jetzt haben wir hier Geschmacksrichtung Pineapple, also Ananas. Von der Staubigkeit her geht's. Riechen tut's extrem schon nach Ananas. Ja, aber eindeutig. Oh, herrlich, das riecht wie hier. Wie heißt denn dieses Getränk? Nee, Malibu. Da gibt's doch so ein Kokos-Ananas-Likör. Genau so riecht das. Wenn das jetzt noch so schmeckt, wäre natürlich richtig genial. Also, das gießen wir das Ganze mal auf mit 500 Milliliter. Also, Maßkrug geht ein Liter hinein. Beziehungsweise die Strichlinie ist hier oben an der Grenze. So, also wissen wir ungefähr, was ein halber Liter ist, nämlich circa so. So, jetzt müssen wir es mal umrühren. Denn das will nicht ganz so, wie ich das möchte. Mal ein bisschen Bewegung versetzen, damit ich das besser umrühren kann. Und
lassen das Ganze mal ein bisschen durchziehen. Derweil probieren wir schon mal die Bolognese. So, jetzt brauche ich natürlich auch hier wieder ein Tellerchen. So, also ich könnte natürlich aus der Packung essen, aber ich meine, wenn ich hier verkoste in der Küche, ne, wir müssen ja nicht rumsauen hier. So, ohne Aufrisskante, die funktioniert. Ich habe noch nicht, naja, ich... Schauen wir mal, aber es scheint mal eine gewesen zu sein, die wirklich funktioniert. So, jetzt brauche ich aber noch einen Löffel. Ich bin heute nicht richtig ausgerüstet. So, okay. Sieht ja aus wie so eine Suppe, dickflüssige. Mhm. So sieht's aus. Ich mache mal noch nicht alles raus hier. Gut, legen wir es mal beiseite. Ja, riechen tut's. Mhm. Schon sehr bolognesisch, das muss ich sagen. Ruhig riechen tut es gut. So sieht es aus. Okay, ja, riecht schön nach Bolognese. Probieren wir. Mhm. Ist kalt schon gar nicht mal so schlecht. Mhm. Das Einzige, was mich hier ein bisschen stört, also es ist schön gewürzt, ist wirklich sehr lecker. Was mich ein bisschen stört, die Bolognese ist eher so wirklich so ein Mousse. Und hier merke ich von Schwein oder Rind oder irgendwas, also Fleisch, kleine Fleischstückchen, wie man es in der Bolognese drin hat. Ne? Also diese Hackepeter, sage ich mal, das Hackfleisch, was rein verarbeitet wird, merke ich gar nichts. Aber ich kann jetzt nochmal gucken, vielleicht ist auch in der Packung das unten drin. Und ich habe das einfach nicht gesehen. Ne, das ist komplett so, wie es jetzt hier auf dem Teller liegt. Na gut, okay. Ich habe mich so. Naja. Gut, machen wir es mal warm. Wir sehen uns gleich wieder. Jo Leute, da bin ich wieder. Habe auch ein bisschen aufgeräumt. Ja, unser Getränk hat sich mittlerweile nun auch hier komplett aufgelöst. Es ist mal nichts irgendwie übrig geblieben. Ein Pulver, das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Vielleicht muss ich wirklich einen größeren Behälter mal jetzt nehmen. Ich probiere es mal. Es riecht. Ja, Ananas schon, aber eher so wie Ananas-Gummibärchen. Also, probieren wir mal. Ja, Ananas schon. Ach, Pina Colada hieß es übrigens, was ich vorhin meinte. Ja, es schmeckt ein bisschen danach, aber ganz sanft. Also das ist auf alle Fälle gut trinkbar. Es ist nicht zu süß, nicht zu extrem vom Geschmack her. Nee, also das ist eigentlich genial, das Ding. Nee, muss ich sagen, ist wirklich positiv. Und das war jetzt ja auch mal eine andere Firma und einen anderen Hersteller, den wir bisher noch nicht kannten. Also das kann ich empfehlen. Weiter so. Ja. So, jetzt haben wir das Ganze mal warm gemacht. Geruchlich hat es sich irgendwie abgeschwächt. Also, aber das habe ich schon ein paar Mal festgestellt bei diesen MAEs, dass das so ist. Probieren wir mal. Aber wie gesagt, auch hier, ihr seht, ist es nirgendwo hier Fleischstückchen drin, so richtig. Es schmeckt. Es ist essbar, ja. Aber irgendwie, dadurch, dass ich es warm gemacht habe, ist es ja alles noch ein bisschen breiiger geworden. Also es schmeckt irgendwie. Also ich glaube, das könnte man auch einem Baby zu essen geben. Ja, also das erinnert mich irgendwie an Hip-Baby-Nahrung, nur mit ein bisschen größeren Stücken. Also mit Pasta Bolognese hat das eigentlich wenig zu tun, muss ich mal ehrlich sagen. Es ist essbar, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Man würde sich im Feld oder wenn man irgendwo in der Wildnis ist, hundertprozentig darüber freuen. Aber mit Bolognese hat das meiner Meinung nach wenig zu tun. Also weiß ich jetzt nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Es ist nicht schlecht, aber mehr aber auch nicht. So, jetzt haben wir noch den Schokoladenpudding mit Schokoladensoße. Da bin ich sehr gespannt. Das hatte ich, glaube ich, noch nie so in der Form. So, jetzt schauen wir mal. Ja, Aufrisskanten, ne? Ja, ich glaube, das werdet ihr nie erleben, dass ich das irgendwann mal vernünftig hinbekomme. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch dabei. Okay, das sieht, wenn man hier reinschaut, aber man wird es auf der Kamera leider nicht sehen, ehrlich gesagt eklig aus. Mal gucken, ich nehme das jetzt mal raus, zeige euch auch gleich warum. Also erstens mal ist es bombenfest. Es soll ein Pudding darstellen. Ist ein Pudding ja eigentlich weich?
Also sorry Leute, aber das ist, wenn man jetzt mal reinschaut, ich hoffe man sieht es, ja jetzt sieht man es. Das sieht irgendwie komisch ab. Das sieht aus, wie, als wäre er schlecht geworden. Hat sich das abgesetzt. Also wie gesagt, haltbar bis Oktober 2022. Also daran liegt es schon mal definitiv nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also es ist knochenhart. Zumindest wenn man mal vom Pudding ausgeht. Ich würde sagen, wir nehmen immer mal eine Ecke ab. Das ist eher wie so... Ja, oder soll das vielleicht sogar so fest sein? Deswegen stand da auch was mit Schokolade drauf. Probieren wir. Gut, das wird das Fleisch natürlich länger halten. Das muss man zusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass keine Milch drin ist. Aber wir können mal gucken. Wegen der Haltbarkeit. Chocolate Suit. Schokolade. Palmöl. Oh, schon der Palmöl. Ich, wirklich, da kriege ich die Krise, wenn ich Palmöl überall lese. Weil, naja, Gott, das brauche ich euch glaube ich nicht erklären. Man ist heute da eigentlich gebildet und ein bisschen aufgeklärt. Weizenpuder, Kakao. Also hier scheint doch hier Milch, doch ist doch wow, Milchpuder drin, aber minimal. Okay, das könnte ein Grund sein. So, jetzt müssen wir mal schauen. So sieht's aus. Riechen tut es nach Schoki, ja. Probieren wir. Was ist das? Das schmeckt nach gar nichts. Also Pudding, das ist vom Pudding so weit entfernt. Ne. Also bei aller Liebe, es ist essbar. Es schmeckt schon eher so in Richtung Schokikuchen. Wir nehmen hier dann mal ein bisschen was Weicheres. Aber das ist ein komisches Mittelding aus Kuchen und Pudding. Nee, also muss ich ehrlich sagen, entweder ich esse Kuchen oder ich esse Pudding. Das ist so, naja. Also, ne, bitte 4 würde ich sagen. Essbar, mehr aber auch nicht. Gut, jetzt haben wir noch die Erdnüsse und das Hühnchen. Das machen wir dann auch wieder warm. So, jetzt nehmen wir uns nochmal einen Teller. So. Okay, jetzt machen wir das Ganze mal auf. So, einen Löffel brauchen wir schon noch. Ja, ich bin momentan ein bisschen durch den Wind hier. Nichts richtig vorbereitet. So, machen wir das Ganze mal auf. Ich weiß nicht, das ist wirklich... Naja, gut, wie auch immer. So. Das kommt mir bekannt vor. Obwohl, ne, ist doch anders, wie ich dachte. Aber Hühnchen, wo ist denn die Hühnchen? Muss man das wieder suchen oder muss man da erst nach Indien fahren, das holen, oder? Ah, naja. Also von Hühnchen sehe ich nicht viel. Die Farbe sieht irgendwie extrem künstlich orange aus. Also, ich hoffe, es kommt zur Kamera rüber. Sieht irgendwie sehr künstlich aus, muss ich mir ehrlich sagen. Geruchlich riecht es eher wie süß-saure Soße. Ja, probier mal. Mal kalt. Okay. Nee, das ist nicht meins. Also kalt. Das schmeckt wie, als würdet ihr süß-saure Soße nehmen und nicht durchgekochten Reis. Nee, irgendwie. Naja, wir machen das Ganze mal warm. Da sehen wir uns gleich wieder. Es kann sich eigentlich nur noch verbessern. Ja, Leute, ich habe es jetzt mal warm gemacht. Also, das hat jetzt eine Konsistenz. Echt, wie als würde ich hier süß-saure Soße fürs Grillen hier aus der Tube drücken. Ja, das sieht man auch hier. Ja. Und von Hühnchen, muss ich ja ehrlich sagen, ist hier gar nichts. Probieren wir es mal. Pfui, was war denn das? Ist ja Apfel drin. Pineapple Chunks. Ist ja an. Achso, nein, das ist ja okay, ja. Oh, das war ja gerade komisch. Ich hatte so ein. Du beißt drauf. Das war, ich dachte, okay, das wird vielleicht so ein bisschen ja, eine Frucht irgendwas sein. Und es hat die Konsistenz wie eine Apfelscheibe.
Wo ist ihr Hühnchen? Also, bei aller Liebe, es ist sicher kein Hühnchen. Also, sehr, sehr fragwürdig, muss ich mal ehrlich sagen. Extrem süß-saure Soße halt, aber. Also. Was soll das Kartoffel sein? Das muss ich nochmal schauen. Das muss ich euch jetzt nochmal. Also, das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Nee. Das ist ein Water Chestnuts. Wassermelone? Also, das blende ich euch nochmal ein, was Water Chestnuts ist. Das könnte es nämlich sein. Also, nee, das ist definitiv nicht meins. Und Hühnchen sucht man hier vergeblich. Nee, also enttäuschend. Note 5. Hierfür. So, jetzt haben wir noch gesalzene Erdnüsse. Ich meine, gut, hier kann man nicht viel falsch machen. Und ich glaube, das ist was, was die Briten definitiv auch sehr gut können. Also probieren wir es mal. Ja, so sehen sie aus. Eigentlich relativ neutral. Nicht zu überwürzt, das sehe ich gleich schon. Ja. Es sind leicht gesalzen. Das reicht aber auch zu. 0,6 Gramm. Okay. Also das ist, es ist ja definitiv für jedermann gedacht, weil von dem Salz merkt man nicht viel. Muss man aber auch nicht, so viel Salz ist eh nicht gesund. Ist okay. Ja. Sind wir eigentlich beim Fazit angelangt. Was mich hier verwundert ist, okay, man könnte den Käse auf die Kekse machen, aber ja, es gibt keinen richtigen Belag dafür. Das ist ein Minuspunkt. Dieses Hähnchen hier, das ging auch gar nicht. Also das ist wirklich nicht nur Geschmackssache. Das ist ein Ding, wo ich sage, ich kenne jetzt niemanden, der dem sowas geschmecken würde, muss ich ehrlich gestehen. Aber gut, vielleicht ist mein Horizont auch begrenzt, was das betrifft. Die Bolognese ebenfalls ist essbar. Ja, aber hat mit Bolognese nichts zu tun. Also die Hauptnüsse eher enttäuschend. Das Frühstück, ja, der Hafer hier, der war ganz lecker. Das ist okay. Mich freut es, dass es Kleinigkeiten dazu gibt. Es gibt auch eine scharfe Soße dazu. Die hätte man übrigens noch mit reinmachen können vorhin. Vielleicht hätte das was ergeben. Getränkemäßig wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Typisch die Briten. Die haben da immer sehr gute und auch viele Getränke drin. Wir haben hier 3, 5, 6, 7, 6 Stück plus Kaffee und Tee. Also, ne? Ja. Das war es aber eigentlich schon. Ja, preislich. Ich habe bezahlt. Ja, gut, ich hab ein größeres Konvolut gekauft. Also ich sag mal, so um die 20 Euro müsst ihr rechnen. Dafür ist es definitiv okay. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass ich die alten in den Pappkartons besser finde. Eindeutig. Und wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass das Standard-Sortiment in den Pappkartons letztes Mal eine 1 bekommen hat. Oder eine 1-, bin ich mir ganz sicher. Und deswegen muss ich hier ehrlich gestehen, also wohl, die sind auch deutlich teurer gewesen. Die kamen teilweise das Doppelte, das muss man dazu sagen. Also ich würde mich hier auf eine Note 2- einlassen. Aus dem einfachen Hintergrund ist es, weil viele Getränke dabei sind, leckere Getränke auch dabei sind. Aber die Mittagsmenüs, das woran man sich am meisten eigentlich freut, eine warme Mahlzeit, die sind hier echt Niederbrüller. Das muss ich ganz klar sagen. Und das reißt sie irgendwie ein bisschen runter. Und was mir gerade noch einfiel, was ich echt katastrophal finde, und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, es gibt mal wieder keine Erwärmungsmöglichkeiten. Es gibt keinen Heater, kein S-Bit-Brenner, also S-Bit-Tabletten, keine, gut, Streichhölzer gibt es, ja, zumindest Entzündungsmaterial, das gibt es. Aber ansonsten sieht es hier echt düster aus damit. Ne? Also das muss ich mal ganz klar sagen. Und das ist, wie gesagt, eine militärische Ration. Ne? Also, ja. Also mein Fazit, 2-.
Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, um auch den Kanal mich weiter zu unterstützen. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.